Das Tier im Anlass, eine Aktion des Tierschutzvereins für Gelsenkirchen. Und jetzt geht's los. Ja, und hier sind wir schon bei das Tierheim mal anders aus der Hundeabteilung. Ja, ob wir uns dann heute selbst darstellen oder tierische Bewohner zu Gast haben, das finden wir jetzt heraus, denn wir haben Pauline und Leon da. Freut euch. Hi. Moin. Du hast uns den Leon mitgebracht. Richtig. Ein ganz ungewohntes Bild gerade für mich, ihn so zu sehen. Ja, sehr. Es ist auch tatsächlich eine Seltenheit, gerade bei fremden Menschen. Ja. Was hat er für eine Rasse? Deutsch-Strata-Mix. Okay. Ja. Er wirkt jetzt sehr, sehr ruhig, gelassen. Ja, er ist ein bisschen gestresst. Ne, man kennt das so ein bisschen anders. Wenn man durchs Hundehaus geht, dann dreht er seine Runden, dreht ein bisschen durch. Was muss man zu ihm wissen? Zu ihm muss man wissen, er kommt aus Bulgarien. Wir wissen natürlich jetzt nicht so viel von seiner Vorgeschichte, dadurch, dass er aus dem Ausland kommt. Er kam als Abgabetier zu uns, weil die Dame, die ihn hierher geholt hat, nicht mehr mit ihm klarkam. Er hat dort sie mehrmals gebissen. Also okay. Er ist nicht immer so nett, wie er jetzt hier gerade tut. Okay. Wie lange ist er jetzt hier? Ich glaube, das sind jetzt schon, es geht glaube ich jetzt schon ins dritte Jahr. Ins dritte Jahr, okay. Also zwei auf jeden Fall. Was macht es schwierig, ihn zu vermitteln? Es gibt wahrscheinlich auch die eine oder andere Anfrage. Ja, öfter tatsächlich. Er ist in seiner Körpersprache sehr, sehr schwer zu lesen. Er hat so gut wie gar keine Körpersprache. Er ist so ein kleiner Zinnsoldat. Mhm. Er freut sich und das war's. Also ne, das ist jetzt schon sehr viel Körpersprache, was er hier jetzt gerade zeigt. Und man muss sehr viel Hundeerfahrung dadurch mitbringen. Okay. Lesen und verstehen zu können. Was brauche ich generell zu Hause, um ihn aufnehmen zu können? Sehr viel Hundeerfahrung und Verständnis. Mit ich hatte mal einen Hund, ist das leider nicht getan. Und perfekt wäre ein Garten. Er ist super gerne und super viel draußen. Also ein Garten wäre schon perfekt für ihn. Ja. Vom Garten her sollte der hoch eingezäunt sein. Ich denke, er kann ja schon ganz gut springen. Ja. Was hat man für Voraussetzungen? Kann ich ihn so aufnehmen oder muss ich irgendwie was nachweisen, behördlich nachweisen? Nachweisen muss man nichts. Also er läuft als 20-40er, mittelgroßer Hund oder großer Hund. Also 20-40er Sachkundenachweis und das war es eigentlich behördlich, ist da nichts weiter zu beantragen. Wie gesagt, ein Garten wäre das Optimum. Natürlich eingezäunt, weil ansonsten denke ich, aufgrund seiner Rasse wird er auf jeden Fall stiften gehen. Okay. Ich vermute jetzt, die Frage nach Kindern erübrigt sich. Ja, wenn man seine Kinder liebt, also jetzt nicht da sein. Und maximal ein bis zwei Besuchspersonen vielleicht. Okay. Wie gesagt, wenn ich Besuch bekomme, muss ich da anders vorgehen, muss ich da aufpassen? Mhm. Er ist fremden Menschen gegenüber sehr, sehr skeptisch. Mhm. Also ich würde dann auf jeden Fall immer einen Maulkorb drauf machen. Ja. Und da der Garten ja eventuell dann vorhanden ist, würde ich ihn einfach in den Garten schmeißen. Mhm. Dann hat man da überhaupt gar keinen Stress. Wie gesagt, er ist super, super gerne draußen. Das ist dann für ihn auch überhaupt gar kein Problem. Ja. Aber das ist dann auf jeden Fall die sicherste Variante. Oder halt mit dem Maulkorb arbeiten und ihn nach und nach dann an fremde Menschen gewöhnen. Okay. Ja, zu dem Hinweis, in den Garten schmeißen natürlich nur dann, wenn das Wetter was zulässt. Ne? Ja, natürlich. Das natürlich. Muss man ja leider ein wenig salopp ausgedrückt. Einmal dazu erwähnen. Ja. Ja, Leon, was mache ich, wenn ich zu dir komme und würde gern Leon adoptieren? Mhm. Ich komme ja nicht hier hin und sage Pauline, hey, ich nehme den Leon mit, sondern das ist so ein kleiner Prozess dahinter. Kannst du uns dazu was sagen? Ja, mehrfach spazieren gehen. Entweder mit mir oder seiner Ausführerin. Mhm. Kekse mitbringen, Entenbruststreifen vorzüglich. Er liebt diese Dinger, damit kommt man bei ihm ziemlich gut durch. Und vor allem Geduld mitbringen. Ja, er braucht Zeit, um sich an fremde Menschen zu gewöhnen. Wenn man einmal sein Vertrauen hat und es einmal erarbeitet hat, kann er auch so sein. Das ist schön. Ja, wenn Sie den Leon kennenlernen möchten, dann zögern Sie nicht. Rufen Sie an unter 02 09 7 22 41. Vereinbaren Sie einen Termin und lernen Sie Leon und Pauline kennen. Die Pauline hat allerdings noch jemanden mitgebracht. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, als ich eben so auf dem Weg hier in Richtung Aufnahmestudio war, dachte ich, oh, okay, sie hatte einen Welpen angekündigt. Ich sah diesen kleinen süßen Hund und dachte, okay, dann doch eine Omi. Was es mit der kleinen, jungen Omi so auf sich hat, das wird die Pauline uns dann jetzt erzählen. Wen hast du uns mitgebracht? Ich habe jetzt einmal kurz gewechselt, das ist jetzt die Maya. Die Maya? Die Maya.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich habe mich eben so ein bisschen, du hattest sie angekündigt als 10 Monate alten Welpen. Ja. Und dann kam ich hier so auf dieses Aufnahmestudio zu und dachte, okay, doch eine Omi. Also es täuscht ein bisschen. Sehr, es täuscht sehr, ja. Sie ist tatsächlich erst 10 Monate alt. Mhm. Und sehr unsicher. Sehr, sehr unsicher. Sehr, sehr unsicher, kam als Sicherstellung zu uns. Mhm. Und ist wahnsinnig unsicher. Also alles Neue, alles Laute, alles Ungewohnte, fremde Menschen. Da kriegt sie wirklich Angst. Okay. Als 10 Monate alter Junge und Welpe. Ja. Wie kam sie hier ins Tierheim? Persönliche Gründe der Besitzer. Okay. Vom Sozialisierungsstatus her, was kennt sie generell? Also sie ist wahnsinnig sozial. Mhm. Mit anderen Hunden ist sie unglaublich verträglich und sucht auch den Halt und den Rückhalt mit anderen Hunden. Fremde Menschen brauchen Zeit, aber dann geht sie mit einem durch die Grundlinien. Okay. Ja. Was muss ich tun, um Maya kennenzulernen? Auch hier sehr viel Zeit mitbringen. Ne, sie ist jetzt nicht so eine, die auf jeden Menschen sofort zurennt und sagt, hi, ich bin die Maya, wer bist du? Das braucht auch wieder ein bisschen Zeit. Die Bereitschaft zur Hundeschule auf jeden Fall und die Geduld, ihr die ganze Welt zu zeigen und ihr zu erklären, dass die auch gar nicht böse ist. Okay. Also so umgänglich, ich würde jetzt annehmen, dass Kinder in Ordnung sind ab einem gewissen Alter? Ab einem gewissen Alter und welche, die sehr ruhig sind und auch Hunde Verständnis haben auf jeden Fall. Also vielleicht, wenn das schon mal ein Hund im Haushalt war, wäre das super oder auch ist. Mhm. Als Zweithund wäre es perfekt. Ja, also okay. Da sucht sie schon, wie gesagt, den Rückhalt. Geht hier auch im Tierheim mit anderen Hunden zusammen spazieren. Und seitdem läuft sie auch schon große Hunden mit. Das war okay. Vorher nicht möglich. Ja, Sie sehen so eine kleine Premiere. Wir hatten tatsächlich in allen Folgen Tierheim mal anders noch keinen Welpen. Und die Maya ist tatsächlich, glaube ich, die erste. Judy mit 10 Monaten. Genau, die Judy war Judy dabei. Judy war auch 11 Monate. Genau, und ja. Maya ist die zweite. Das heißt, anrufen 0209 72241 an Pauline wenden oder die Niki wenden, die dann heute leider nicht dabei ist. Und Maya kennenlernen. Ganz toller Hund. Und wir verabschieden uns von Pauline. Vielen Dank für deine Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Ich würde Sie jetzt mitnehmen in das große Bauvorhaben der Ausläufe und die 1-Euro-Spende. Ich denke, Sie können sich alle noch daran erinnern, es gab ein Riesenkonto, einen Riesenaufruf bezüglich der 1-Euro-Spende. Gestartet ist das Ganze im vergangenen Jahr. Unsere zweite Vorsitzende, die Frau Reddich, hat dazu aufgerufen mit dem gesamten Vorstand, dem Tierheimteam, und allen die uns unterstützen, nur einen einzigen Euro zu spenden und das gerne so oft wie möglich. Das Ganze hat super funktioniert, ihr habt alle mitgemacht, wir haben ganz, ganz viele Euros sammeln können und dieses Geld natürlich auch sinnvoll genutzt. Was macht man mit einer Euro-Spende? Das zeigen wir euch jetzt. Wir gehen in die Ausläufe, treffen dort die Luzi. Die Luzi bringt uns die Antonia mit. Die kennen Sie auch schon. Und was uns da so erwartet und was so in diesen Ausläufen steckt, das sehen wir jetzt. Ja, und so schnell ging das dann auch schon. Schon stehe ich mittendrin in diesem wunderschönen Auslauf. Was macht diesen Auslauf aus? Zum einen, wir haben unser Maskottchen, den Barney, dabei. Den auch nochmal hier, der ist so ein bisschen abgelenkt gerade. Sie alle kennen ihn, mögen ihn, wir tun es auch. Ja, diese Ausläufe haben wir Ihnen unter anderem zu verdanken, denn hier gibt es zwei wunderschöne, einmal dort und einmal hier Ausläufe mit Sitzgruppen. Wir haben Spielgeräte, wir haben Agility-Geräte, wir haben Hütten, Stauraum, neuen Rasen, der natürlich so ein bisschen mitgenommen aussieht, nachdem alle Hunde sich dann mal ausgetobt haben. Es ist neu gepflastert worden. Ich könnte so viele Dinge aufzählen. Es gibt neue Zaunanlagen, das ganze Projekt, 1-Euro-Konto ist damit fast beendet in Bezug auf die Ausläufe. Wir sind somit fertig. Für den Sommer haben wir dann hier vorne, wenn Sie sehen wollen, wo der Barney steht, unsere Hundeswimmingpools. Im Winter
natürlich nicht zu nutzen. Im Sommer kann dann ein Hund wie der Barney oder eben auch ein etwas kleinerer bzw. größerer Hund darin spielen, Spaß haben. Wir können so ein bisschen hier rüber auf den Rasen. Vielleicht geht der Barney mit. Na Barney, kommst du mit? Hier einmal die Spielgeräte, die Geräte, das ist gar nichts zu essen, Schatz. Das ist nichts zu essen. Sie sehen auch, Barney ist immer mittendrin. Wir haben also eine große Fläche schaffen können, direkt neben der Kangal-Anlage. Und möchten einmal im Namen des gesamten Vorstandes, der Tierheimleitung, des Tierheimteams und allen Ehrenamtlichen, auch den Hundeausführern, ein riesengroßes Danke aussprechen für diese ganzen Spenden, ja, die uns das ermöglicht haben. Ein ganz besonderer Dank natürlich auch von unseren Hunden, die das sehr, sehr gerne nutzen. Wir sind für diese Woche durch. Wir haben die Maya kennengelernt, wir haben den Leon kennengelernt. Wenn Sie hier Interesse haben, 0209 72241 an Pauline wenden. Und ja, Barney mag mit mir gerade spielen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Thank you.